Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Wi-Fi-Battle hier auf Stratocopter.tv. Wi-Fi-Battle Nummer 7 hier heute gegen die gute Juna oder den guten Bernie, wie er im echten Leben heißt. Und ja, was haben wir hier für Teams am Start? Wir sehen hier zwei Juju-Teams, die fast unterschiedlicher nicht sein könnten, wenn wir mal beide davon absehen, dass wir Cancer in Form von Floris dabei haben. Ja, mein Team eben kurz nochmal beschrieben, für alle anderen, die sich das nicht antun wollen, wie immer hier der Link zum Kampfbeginn. Fangen wir doch mal an. Ja, ich starte hier mit Uhafnir. Uhafnir, unglaublich schnell unterwegs, hat ein mäßiges Wesen, um die 10% extra Speed habe ich mir keine Gedanken gemacht, der Schaden muss hier im Vordergrund stehen. Trage dazu den Lebenorb, um nochmal ein bisschen mehr Schaden zu machen. Als Angriffe habe ich zum einen den Überschallknall, den Drakometeor, der auf einem Drachen, der speziell angreift, der nie fehlen darf, und den Luftschnitt, da mir der Orkan einfach viel zu unsicher ist. Als letzten Move, als Status-Move, habe ich hier noch den Verhöhner dabei, um gegnerische Leads oder Setupper zu krüppeln. Als zweites sehen wir hier Toxicroak. Toxicroak, einer meiner absoluten Lieblinge im Juju, kann mit so ziemlich jedem Wishpasser umgehen. Es ist jetzt Florgrisis, Aquana, Filinara. Alle werden von einer Giftattacke entweder sehr stark getroffen oder können eben mit Wasserattacken nichts ausrichten. Deswegen auch ein super Counter gegen Crocune beispielsweise. Ja, was haben wir hier an Attacken? Wir haben den Ableithieb, einfach um uns heilen zu können. Den Mülltreffer, etwas riskant, aber macht dafür richtig guten Schaden. Vor allem gegen zwei der eben benannten Feen und andere. Den Tiefschlag, da der hier nicht fehlen darf, da wir relativ langsam unterwegs sind. Und als letztes den Schwerttanz, um unseren Angriff boosten zu können. Ja, wir fahren hier ein hartes Wesen und unser Investment ist komplett in KP und Angriff gesetzt, da wir hier eher die bulkige Variante spielen, da wir selbst mit Speed Investment nicht sonderlich schnell unterwegs sind. Ja, Florgris oder Cancer, wie man ihn auch nennen kann, ist hier unser klassisches, ich hab's gleich, Kleriker-Set, genau, das war's. Also spielen wir hier die Aromakur, um uns selbst bzw. unser gesamtes Team von irgendwelchen Statuseffekten heilen zu können. Wir haben hier den Wunschraum und das Schutzschild, um uns selbst und andere Teamkameraden am Leben halten zu können. Und unsere einzige Möglichkeit, in die Offensive zu gehen, ist hier die Mondgewalt. Das Ganze bei einem stillen Wesen, der typische Kleriker halt. Als nächstes habe ich hier meinen Setup-Sweeper, nämlich mein Impagator, also der klassische Drachentänzer. Dadurch werden wir stark und schnell. Darüber hinaus haben wir mit Kaskade und Eisheap und Knirscher drei Angriffe, die durch die Fähigkeit Hohe Gewalt nochmal gut geboostet werden. Ja, darüber hinaus tragen wir hier nicht den Lebenorb, der da gerne in Kombination gespielt wird, sondern die Prunusbeere, um uns zum Beispiel vor gegnerischen Irrlichtern zu schützen. Oder Donnerwellen. Beides würde Impagator ja ziemlich stark verkrüppeln. Als zweitletztes sehen wir hier Forestris auf Deutsch, Forsaker, genau. Unseren Stahlkäfer, der hier zum einen die Tarnsteine legen soll, zum anderen mit Voltwechsel Momentum generieren soll. Der Turbodreher darf auch hier nicht fehlen, um Tarnsteine von unserer Seite des Feldes zu entfernen. Und als letztes haben wir hier den Gyroball. Das Ganze wird unterstützt durch das lockere Wesen, wodurch wir die Verteidigung erhöhen und die Initiative senken. Da der Gyroball, für die, die es nicht wissen, ja mehr Schaden macht, je langsamer Mann im Vergleich zum Gegner ist. Ja, wo wir gerade langsam im Vergleich zum Gegner sind, im Vergleich zum jetzt folgenden Pokémon ist so ziemlich alles langsam. Wir haben als letztes dabei Mega Aerodactyl. Hier mal mit einem Set, wo ich ein bisschen ausprobieren wollte, also am besten nicht nachbauen. Wir haben hier zum einen den Ruhehort, den dürft ihr noch nachbauen, um uns heilen zu können. Wir haben hier den Feuerzahn, was auch ein relativ guter Coverage-Move eigentlich ist. Wir haben hier die Verfolgung, per se auch kein schlechter Move. Und als letztes spielen wir hier die Steinkante. Die Kombination dieser Moves ist nicht unbedingt hundertprozentig gut durchdacht. Ich wollte einfach nur mal weg von diesem Standard-Erdbeben-Klauenwetzer-Set, was gefühlt auf jedem zweiten Mega-Aerodactyl gespielt wird. Ja, und bevor es hier weitergeht, gucken wir uns auch noch eben schnell an, was Juna bzw. Bernie für ein Team dabei hat. Er hat hier als Lead Panferno dabei, das hatte ich vor dem Kampf so in etwa predicted, deswegen haben wir da gleich den Matchup-Vorteil. Ja, wird wahrscheinlich das typische Lead-Set sein, kann die Tarnsteine legen, kann dann die 4-Strategie machen, kann also mit Notsituation und Tempo-Hieb einen rausnehmen, wenn das gut läuft.
und wird vielleicht noch den Verhöhner oder die Kehrtwende als letztes im Set haben. So eine Vermutung vor dem Kampf. Wir haben hier Stolos, ja, Stolos, ein relativ guter Tank. Ich sag euch, das Set, das Bernie hier gespielt hat, wird euch überraschen. Ja, Brutalander kommt gefühlt in jedem Yu-Yu-Battle vor, entweder auf meiner oder viel häufiger auf der Seite des Gegners. Florgris brauche ich auch nichts zu sagen, habe ich ja gerade schon genug. Roserade, ein unglaublich stylisches Pflanzen-Pokémon, schnell und stark unterwegs, also auch nicht zu unterschätzen. Und Turtok, was sehr wahrscheinlich das Mega-Pokémon unseres Gegners sein wird, auch sehr stark, kann zum einen die Tarnsteine wegspinnen und hat durch seine Fähigkeit und den Move-Pool echt Schadenspotenzial. So, und wie wir uns gegen diese sechs Brecher hier behauptet haben, das seht ihr, nachdem der Bildschirm kurz schwarz geworden ist. Ja, der schwarze Bildschirm verrät uns, dass es losgeht. Zumindest verrät es das denen, die nicht die Team-Preview geguckt haben. Das soll jetzt kein Vorwurf sein oder so. Ja, wie wir schon gesehen haben, starten wir hier mit Urhafnir gegen Panferno. Ein Matchup, das definitiv zu unseren Gunsten ist. Das weiß auch der Gegner, geht hier hart raus. Wir haben allerdings die Tarnsteine predicted, gehen hier auf den Verhöhner. Eine Attacke, die aber auch gegen Florgris durchaus seinen Zweck hat. Da wir hier aber keine Mondgewalt abfangen wollen, da die unserem doch sehr fragilen Urhafnir zu viel Schaden machen würden, wechseln wir hier raus in unsere beste Antwort gegen Feenattacken, nämlich Forstelka. Forstelka kann hier natürlich jetzt mit dem Gyroball seinerseits richtig gut Druck aufbauen. Das weiß der Gegner natürlich ebenfalls, muss hier schon wieder rausgehen. Wir haben uns sowas in der Art natürlich schon gedacht, gehen hier auf die Tarnsteine. Tarnsteine würden jetzt dafür sorgen, dass der Gegner immer mal wieder gut Schaden kriegt, sollte er was hier rumwechseln. Allerdings haben wir jetzt erstmal ein ganz anderes Problem, nämlich eine Kinnlade auf Höhe meines Bauches. Flammenwurf auf einem Stolos, damit hatte ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich hatte eher damit gerechnet, dass wir hier ein ewiges Matchup haben, beziehungsweise ich bin ja auf den Voltwechsel gegangen, wollte hier rauswechseln. Ja, Pustekuchen. Allerdings ist Stolos nicht der Einzige, der hier vierfachen Schaden verteilen kann. Wir können hier mit einer Kampfattacke erneut richtig großen Druck aufbauen. Der Gegner geht hier mal wieder raus. Das haben wir tatsächlich auch schon wieder predicted, also heute prediction-technisch Bombe. Gehen hier auf den Schwerttanz und sind durch den Bedroher jetzt bei nur plus 1. Der Gegner scheint die physisch-defensive Variante eines Brutalanders zu sein. Geht hier aufs Auflockern, der sich denkt, ja, egal was der mir entgegenwirft, denke ich sowieso die Scheiße, ne? Ja, tut er auch, allerdings nicht so gut, wie er es vielleicht gern gehabt hätte. Der Mülltreffer macht hier massiven Schaden und zwingt ihn zu wechseln. Ja, er wechselt hier in Torthaus das Turtok, das er jetzt als sein Mega-Pokémon revealed. Hätte ja durchaus auch Stolos sein können. Ja, was wir hier sehen, ist jetzt allerdings ein Matchup, das wieder sehr zu unseren Gunsten ist, da uns die Wasserattacken von Turtok eher heilen als Schaden machen. Der Eisstrahl eigentlich die einzige Möglichkeit ist und dadurch, dass wir die bulkige Variante sind, macht das Ding uns nicht mal 50% Schaden. Und jetzt durch den auf plus 3 durch Schwerttanz geboosteten Angriffswert können wir mit dem Ableitig hier richtig viel Schaden machen. Und Turtok ist ja, beziehungsweise Mega-Turtok, ist ja von Natur aus auch selbst uninvestiert, richtig bulky. Da sehen wir einfach mal, was wir mit plus 3 für einen heftigen Schaden tun können. Der Gegner möchte sein Mega-Turtok so früh im Spiel selbstverständlich noch nicht verlieren und entscheidet sich hier erstmal sein Panferno reinzuholen. Da Panferno den Fokus gut trägt, war er sich sicher auch eine Attacke überleben zu können. Und hier hat er jetzt vielleicht damit gerechnet, dass wir wieder mit den Tarnsteinen rechnen. Wollte hier bestimmt auf die Notsituation gehen, um uns auf einen KP zu bringen und uns dann in der nächsten Runde einfach mit einem Tempohieb rauszunehmen. Dadurch, dass wir hier allerdings auf den Tiefschlag gegangen sind, haben wir diesen Plan vereitelt. Der Gegner holt Brutalander wieder raus, weiß auch, dass er schneller ist als wir, hat er ja durch das Matchup schon einmal gesehen und geht hier jetzt auf den Ruhehort, kann sich also heilen. Wir setzen den Mülltreffer voll in den Sand, werden hier auf 13 KP runtergehauen, setzen den zweiten Mülltreffer genauso in den Sand, müssen hier jetzt also auf den Tiefschlag zurückgreifen, um überhaupt noch irgendwie Schaden zu machen, nehmen uns dabei aber mit dem Beulenhelm raus. Ja, das ist nicht so gut gelaufen für dich, Toxic Warp, ne? Kann mal passieren. Ja. Auf jeden Fall haben wir hier Aerodactyl, der sehr gut mit diesem physisch defensiven und schon angeschwächten Brutalander umgehen können.
Da wir hier die Steinkante im Set haben, die keinen Kontakt herstellt, ist uns auch der Beulenhelm ziemlich egal. Ja, der Gegner möchte, dass wir Krebs kriegen, sehr nett von ihm übrigens an dieser Stelle, und holt seinen Florgris wieder raus. Wir gehen hier straight auf die Steinkante, wir hatten ja eigentlich nichts zu verlieren, und sehen das nach, ja, ich würde sagen so 45% Schaden, nach Leftovers definitiv kein Two-Hit. Gehen hier allerdings nochmal auf die Steinkante. Die trifft sogar zweimal hintereinander. Ich bin begeistert. Ja, der Gegner hat hier jetzt allerdings natürlich noch die Möglichkeit, auf den Wunschtraum zu gehen. Und Leftovers Recovery könnte das doch sehr, sehr schmutzig werden. Denn wer hätte es gedacht? In der nächsten Runde folgt das Schutzschild dem Wunschtraum auf dem Fuße. Da wir nur 8 PP für unsere Steinkante haben, gehe ich hier auf den Feuerzahn, um nicht die falschen AP zu verbrennen. Ja, jetzt habe ich AP und PP gesagt. Wir sind hier bilingual in diesem Channel. Auf diesem Kanal. Schon wieder bilingual. Richtig gut. Jetzt kommt auf jeden Fall die Rache für alle Leute, die meinen, mich ausstallen zu können. Es trifft nicht nur die dritte Steinkante in Folge, das kann man sich auch schon mal im Kalender ankreuzen. Nein, wir kriegen auch noch den kritischen Treffer und können somit Florgris rausnehmen. Ich glaube, Bernie hat in dem Moment etwas bitterlich geweint. Ja, der Gegner holt hier Brutalanda rein, will eigentlich nur eben kurz unseren Angriff senken. Ich habe mir schon gedacht, so, das kann nicht dein Ernst sein, du musst hier doch wieder rausgehen. Du willst doch im Prinzip uns nur schwächen. Bin hier auf die Verfolgung gegangen, die durch den Wechsel ja auch doppelt so stark wird, aber selbst dann reicht sie nicht aus, um Brutalanda rauszunehmen. Physisch-defensives Brutalanda ist halt eine Bestie. Ja, der Gegner kriegt hier einen Feuerzahn ab, wir flinchen nicht, wir verbrennen ihn nicht, schade eigentlich. Der Donnerblitz macht allerdings guten Schaden auf uns, wir können uns allerdings mit Ruhehort im nächsten Zug locker gegenheilen, da wir genau wissen, dass wir dadurch den Flugtypus verlieren und so Attacken wie jetzt Donnerblitz oder halt auch der danach folgende Eisstrahl nicht sonderlich effektiv auf uns sind. Ja, da jetzt allerdings eine Lichtkanone sehr offensichtlich war, gehe ich hier wieder raus. Selbst den Eisstrahl hätte natürlich Impagator richtig gut genommen. Wir sehen, das macht nicht mal 30 Schadenspunkte. Und wir nutzen die Gelegenheit, hier direkt auf einen Drachentanz zu gehen, weil ich konnte mir einfach unmöglich vorstellen, dass ein Donnerblitz an dieser Stelle ausreichen würde, unser Königskrokodil rauszunehmen. Und wie wir sehen, macht das nur gut 100 Schaden. Was heißt nur, ist immer noch eine ganze Menge, sind deutlich mehr als 50%. Aber wir stecken sie zumindest einigermaßen gut weg und können hier in der nächsten Runde mit Kaskade das Stolos rausnehmen. Ja, zurück in den Pokéball mit dir, du Unhold. Was fällt dir ein, speziell anzugreifen? Sei gefälligst normal. Ja, ohne Witz, Bernie. Für solche Sets, ne? Warum hast du eigentlich dein physisch offensives Simsalan nicht mitgenommen? Kannst du mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, der Gegner macht hier den Trick, den er schon mal gemacht hatte, senkt unseren Angriffswert wieder auf den Normalwert, beziehungsweise auf die normale Stufe zurück, und holt seinen Megaturtok raus. Ja, der Icy, der das Brutalanda mehr als nur zerstört hätte, hat hier gefühlt gar keine Wirkung. Wir müssen in der nächsten Runde noch einmal auf den Knirscher zurückgreifen. Vielleicht rechnet der Gegner ja immer noch mit unserem Leben, mit einem Lebenorb auf unserem Impagator. Hätten wir jetzt nämlich die Wasserdüse genommen, um Brutalanda definitiv zu outspeeden, beziehungsweise vor jeder Überraschung gefeit gewesen zu sein, hätten wir uns mit dem Lebenorb und der Wasserdüse und dem Beulenhelm auf Brutalanda rausgenommen. Da wir die Wasserdüse und den Lebenorb aber beide nicht im Set haben, hat das auch nicht funktioniert. Ja, wir sehen hier jetzt das letzte Pokémon von ihm, da wir Brutalanda gerade mit einem Eisheap über den Jordan geschickt haben. Hier kommt ein weiterer Eisheap. Dinkelberg lässt das aber einigermaßen kalt. Oh Mann, ich hab's schon wieder getan. Entschuldigung, der Wortwitz war keine Absicht. Ja, werden hier mit einem Gigasauger aus den Schuhen katapultiert. Ja, hast aber einen guten Job gemacht, Königskrokodil. Richtig, richtig gut. Ja, wir haben hier noch die perfekte Antwort auf Dinkelberg. Wir haben Uhafnir. Sein Gigasauger kann uns nicht und dass er nicht schneller ist als wir, wussten wir spätestens in dem Moment, wo er A, auf den Gigasauger gegangen ist und B, Lebenorbschaden bekommen hat. Ja, und so endet unser Kampf gegen Yuna, aka Burnsen, den Burninator. Ja, mir hat dieser Kampf auf jeden Fall Spaß gemacht. Bernie auch, wir haben ja dabei die ganze Zeit geschrieben. Er hat noch gedacht, wieso er eigentlich so ein Idiot ist, der ein speziell offensives Stolos mitbringt. Ja, er ist halt Asiate. Er muss sowas machen. Egal, kommen wir jetzt zu etwas ganz anderem. Ich habe die 50 Abonnenten geknackt. Yay, 54 sind es jetzt, während ich dieses Video aufnehme. Sei denn, es hat sich schon wieder einer eingeschlichen. Also eigentlich war das hier als privater Club gedacht. So, ich weiß gar nicht, wo ihr alle herkommt.
Nee, Spaß beiseite. 50 Abonnenten, das ist schon mal eine Zahl. Also, ich will nicht sagen, wir sind jetzt sau famous, weil wir sind irgendwie noch weit weg von der Million, wo ich auch gar nicht hin will, davon mal ab. Aber 50 Leute, das ist eine Zahl, die würde ich hier in mein Zimmer nicht reinkriegen. Das ist ganz einfach so. Und es scheint ja bei den Leuten anzukommen, ich bekomme sehr viel positives Feedback, ein-, zweimal Verbesserungsvorschläge zu Sets oder so. Sowas in der Art, beziehungsweise eigentlich sogar genau das, habe ich mir auch irgendwie gewünscht. So, wir wachsen hier gemeinsam als Community. Die Leute haben sich bisher alle lieb. Ich habe noch niemanden von meinem Channel schmeißen müssen, weil er irgendwen beleidigt hat. Okay, bei 50 Leuten direkt ein YouTube-Arschloch dabei zu haben, ist vielleicht auch nicht so wahrscheinlich. Aber ich rede hier oft um den heißen Brei herum. Was ich eigentlich sagen möchte, ist danke. Danke ihr 54, danke ihr alle, die ihr irgendwann nochmal kommen werdet, dafür, dass ihr dafür sorgt, dass YouTube so eine für mich positive Plattform ist, dass es mir hier so einen Spaß macht. Und bevor ich jetzt anfange, euch noch 5 Koteletts ans Ohr zu labern und hier rumzuschleimen wie so eine Schnecke, sag ich, haltet die Ohren steif, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes was auch immer. Haut rein, haltet die Ohren steif, wir sehen uns.